und mir gedacht habe, wie würde ich mich als Hintergrund gut eignen. Und da man bei Videos ja die Möglichkeit hat, Bilder auszuwählen. Hier zum Beispiel habe ich den Mond von Soul Eater. Irgendwo muss auch noch die Sonne sein. Da habe ich mir halt irgendwann angewöhnt, mir diese Bilder zu nehmen und die als Hintergrund zu posten. Hier habe ich zum Beispiel ein unglaublich schönes Bild von Sesomaru, Inuyashas Bruder. Genau. Und das sind halt einfach irgendwelche Designs, die mir gefallen. Hier ist zum Beispiel ein unglaublich schönes von Sasuke oder von Naruto und seiner Mama. Genau. Oder hier vom Silver Surfer, das habe ich auch ewig als Hintergrund gehabt. Ein paar von den Bildern sind schon über 10 Jahre alt. Die habe ich schon seit über 10 Jahren auf der Platte. Okay, hier war es auch nicht. War echt ärgerlich. Wo ist denn das? Bin mir sicher, ich habe das mal auf der Platte gehabt. Okay, hier ist zum Beispiel mal eins, wo sie komplett nackt ist, aber da liegt sie mit dem Oberkörper auf einem Baum. Also so ein bisschen erotischeres. Aber es sind halt echt Ausnahmen. Warte mal, da habe ich doch mal ein Anime zu sehen von dem Bild hier. So Absolut, hentai-mäßig, ja. oder? Wünsche euch einen schönen Abend zusammen. Macht es. Oh, ciao, Oh, ciao. danke. Ciao. Bis gleich. Hi Rainer, warum bist denn du heute nicht rausgekommen? Ich bin extra zu dir gefahren. Soll ich lieber vorsichtig sein, bevor ich den Leuten zeige, wie hässlich du bist? Den habe ich gemeint. War das der Bayern-Hater? Als müsste dieser Bayern-Hater sein, ja, den die Leute immer so nennen. Und von dem seiner Hackfresse habe ich Bilder. Und ich dachte, ihr habt den endlich mal rausgenommen. Wieso hat er überhaupt den Neulingrang? Okay, das hier ist definitiv nichts. Das ist pornografisch. Was ist hier? Alter, wie viele Bilder habe ich denn? Ah, hier zum Beispiel sind Bilder von. Genau, das hier zum Beispiel sind die Bilder von meinen Anime-Serien. Hier ist zum Beispiel Ergir, Clannad, Escaflowne, Inuyasha, was? Nico Robin, also. Von One Piece. Ach, von One Piece, ja, das kenne ich auch noch. Das hier. Ach, July in April oder Shigatsu wa Kimi no Use, Sekunden in Moll. Was hier für ein Bild? Ach so, das ist Kiss Ignis Roof. Ach Mann. Animes habe ich mit so einem übelst irren Namen, ey. Okay, ich habe das anscheinend nicht mehr auf der Platte. Lol. Okay, da muss ich wohl doch ein Netz suchen. Mist. Zeitverschwendung. Hast du schon mal Hellsing, den Anime, gesehen? Das ist so einer der wenigen, die ich durchgeschaut habe bis jetzt. Ja, habe ich schon ein paar Mal live gesehen. Der war mal bei Amazon Prime, das war echt geil, ey. Konnte man sich alle am Stück mal reinziehen. Oh. Ich glaube, 10 Stunden insgesamt, irgendwie 10 Folgen, eine Stunde, ey. Achso, Kirito, ihr seid auch da, oder? Ihr habt doch mitgekriegt, dass der mich gerade gefragt hat, warum ich nicht rausgekommen bin. Okay. Nur für den Fall, dass man da irgendwelche Aussagen für die Polizei braucht, falls ihr da Bock habt. Natürlich. Weil der Typ hat nämlich einen gefälschten Presseausweis benutzt, um sich auf mein Grundstück zu schleichen, Fotos zu machen und mich zu beleidigen. Und die Polizei hat ihn halt noch erwischt. Muss die Leute hier fragen, ob irgendwer aufgenimmt oder so. Nimmst du nicht auf? Ich dachte, du nimmst auf. Ach, Quatsch. Weil dann hätten wir eine Aufnahme dafür, das wäre doch ganz gut. Ja, ich habe auch gerade überlegt, die Aufnahme zu starten, falls er noch mal reinkommt. Aber es hat mit Sicherheit irgendjemand aufgenommen und selbst wenn nicht, ich denke, eine Zeugenaussage reicht auch. Ich habe seine Stimme schon erkannt, als er vor meiner Haustür stand, von daher. Hat bestimmt jemand aufgenommen. Was hat der gemacht? Den Presseausweis gefälscht? Ich weiß nicht, ob er einen Presseausweis gefälscht hat oder dessen echter war. Auf jeden Fall hat er den Presseausweis missbraucht, weil er dürfte ja nicht hergehen und dann sich so verhalten. Ja, eben, also selbst wenn du einen Presseausweis hast, dann kannst du Darf ja er nicht nicht. trotzdem auf ein Grundstück Richtig. gehen von jemandem. Naja, ja, richtig, genau. Also es war schon vor dem Zaun halt noch, ne? Aber es war ja trotzdem mein Grundstück. Das ändert ja nichts an der Tatsache. Und dass er mich dann hier dumm anmacht und dumm anlabert, bringt ihm halt auch nichts. Naja. Wie auch immer, jedenfalls unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nennt sich das auch. Mist. Das ist ja schon echt krank, ey.
Ich habe mir das Bild damals nicht gespeichert. Wieso habe ich mir das nicht gespeichert? Ich speichere mir doch sonst jeden Scheiß. Ja, Vorspielung falscher Tatsachen, das ist schon so eine Sache. Das ist eine Standardsache der Hater. Und der war denn wirklich auf deinem Grundstück richtig? Das ist ja total krank. Naja, vor dem Tor schon noch, aber trotzdem halt. Hat er den Alarm von der Überwachungskamera ausgelöst und der geht halt nur los, wenn du auf mein Grundstück stehst. Ob das jetzt nun vorne oder hinterm Zaun ist, spielt in dem Moment keine Rolle. Naja, wie auch immer. Aber das ist krass, Alter. Der Typ hat so eine markante Stimme, dass ich den sogar in Real Life erkannt habe, Mann. Das nenne ich halt echt dämlich. Ja, der hat da echt einen starken Akzent, das hört man bestimmt echt an. Ja, ja, raus. Voll. Der hat auch irgendwie gesagt, der war schon ganz oft da. Ja, und das Geile ist, er hat ja, das habt ihr bestimmt auch einige von euch mitbekommen, der hat ja auch schon öfter angedroht, dass er wiederkommen wird. Also es ist sogar noch eine Bedrohung genau genommen. Das ist echt krass. Da sind sie. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich war vor einem Monat oder wann das war, als ich da in Nürnberg war, dachte ich auch, vielleicht irgendwie das erste Mal Richtung Emskirchen oder so, aber dann dachte ich mir, das ist dann wieder, dann werde ich irgendwie damit in so einen Haufen geschert, weißt du? Wenn ich jetzt ja da vor Rainers Haus stehen würde und sagen würde, ey, Rainer, hier ist dein Dennis auf dem Discord. Ja, toll, was, ne? Kannst du froh sein, kannst du froh sein, wenn du mit einer heilen Nase gehen darfst. Ja. Deswegen, das kann man sich eigentlich sparen. Heute waren auch welche da, die andere Hater weggescheucht haben und sich gegen die gestellt haben. Aber es ist mir halt trotzdem in dem Moment so auf den Sack gegangen, dass ich halt mit denen nichts zu tun haben wollte. Waren das auch Besucher? Waren halt auch irgendwelche Leute, ja. Ach echt, die haben die verscheucht? Ja. Ist ja krass. Ja, es gibt auch solche. Es hat auch schon mit einer hat auch schon mit anderen auf die Lichter kaut. Also es gibt nicht nur gute, es gibt nicht nur böse Leute, die hierher kommen. Definitiv nicht. Das hätte ich auch nie behauptet. Das kann es ja nicht filtern, ne? Man kann es schon bis zu einem gewissen Grad filtern, aber ich möchte das gar nicht groß filtern. Ich möchte schlicht und ergreifend nicht, dass jemand hierher kommt. Punkt. Ja, das und verstehe da ich auch nicht. Egal, das ist mir egal, ob es ein Fan oder ein Hater oder ein Zuschauer ist. Das will ich einfach nicht. Punkt. Wenn nicht einer jetzt, ich sag mal so beim Rewe oder so, ich weil, hätte ja auch sein können, dass ich da auf der Autobahn irgendwie dann da rausfahre, um mir was zu trinken. So, und ich hätte dein Auto da gesehen, hätte ich schon überlegt, ob ich vielleicht so sage, so hallo Rainer, wenn ich dich da jetzt gesehen hätte bei dem Rewe oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich, weißt du, wie das ankommt dann. Ich sag dir was. Wenn sowas jemals vorkommen sollte, das gilt für jeden von euch. Falls sowas jemals vorkommen sollte und ich sag, verpiss dich. Einfach in den Mund halten, umdrehen und abhauen. Das ist immer das Beste, was ihr machen könnt, weil vor allem in dem Skirchen selber ist es gefährlich, mir auf den Sack zu gehen. Weil wenn da mal die falschen Leute neben euch stehen, habt ihr schneller eingeschlagene Zähne, als ihr gucken könnt. Weil im Skirchen ist nicht Schauerberg. Und da helfen sich die Leute. Warum, ja, warum sind die nicht als Schauer? Wenn man dich in der öffentlichen Straße trifft, das ist ja nicht verboten, dich dann anzusprechen. Anzusprechen nicht, aber ich möchte das nicht. Früher war es mal anders, aber ich möchte das inzwischen nicht mehr. Und wenn man das macht, wenn ich einen guten Tag habe, kann es schon mal sein, dass ich dir mal kurz die Hand gebe oder ein Foto mache mit dir oder irgendwas. Aber wenn ich einen schlechten Tag habe oder einfach keinen Bock drauf habe, dann sage ich das auch deutlich. Und wenn man sich dann noch ewig hinstellt und mit mir diskutiert, da werde ich echt aggressiv. Und wenn man dann es immer noch nicht einsieht und dann mal die falschen Leute daneben stehen und das mitkriegen, kann es schnell nach hinten losgehen. Ja, gut, so, aber warum sind die Meinungen? Warum sind die Meinungen da so unterschiedlich zwischen Emskirchen und Altschauerberg? Weißt du das? Vielleicht liegt es daran, dass in Altschauerberg einfach mehr alte Leute leben. Ich weiß es nicht. Es gibt überall gute und schlechte Leute. Aber ich habe mit ein paar Leuten aus dem Skirchen halt mein ganzes Leben verbracht. Und mit einer halt gesoffen und was weiß ich noch alles. Weißt du? Also es ist eine andere Hausnummer. Aber mehr gemacht als mit deinen direkten Nachbarn?
Anschauer. Ah ja, okay, krass. Wieso krass? Das sind ja alles ältere Leute. Die sind ja alle älter als ich. Ah, ja, oder okay. Jünger. Ja, kann ich verstehen. Und mit jünger meine ich nicht, dass die irgendwie ein Jahr jünger sind, sondern die sind dann wirklich zum Teil 10, 15 Jahre jünger als ich. Als ich 18 war, waren die gerade mal in der Schule für 2 Jahre oder so. Und deswegen habe ich mit denen halt nicht wirklich was zu tun gehabt. Du bist ja, glaube ich, auch in Emskirchen an die Schule gegangen oder so, ne? War das in Emskirchen? Nee. Ich bin etwa 50 Kilometer entfernt zur Schule gegangen. Boah, krass, das ist ein langer Schulweg. Da musst du richtig fahren, ne? Ja, ich bin früh um 6 aufgestanden. Nee, um 4:30 bin ich aufgestanden, weil um 5:45 der Bus gefahren ist. Da warst du eine Stunde unterwegs. Ja, ungefähr, ja. Ich war immer kurz nach 7 in der Schule. Und um 7:30 ging die Schule los, also war richtig kotze, aber es ist halt so gewesen. Ich bin öfter mal einfach verschlafen oder. Aber Emskirchen ist schon echt ein schönes Örtchen da. Ja, ist ja auch nichts. War das denn eine richtige Sonderschule? Also da auch geistig behindert? Leute, wie wäre es, wenn ihr mal aufhört, mich über mein Privatleben auszufragen? Was haltet ihr denn davon? So Leute, ich bin mal raus, ne? Schönen Abend euch noch, ne? Bis ja, dann. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao. Was ist das hier? Oh, ein Woolbeat-Video mit einem Drachen. Ach ne, mit einem Leviathan, oh. Alter, was ist das für ein geiles Video? Das poste ich euch mal, wartet mal. Wo denn? Oben im YouTube-Videos. Krass. Kennst du das Video Drachenlord sympathischer Seite? Nein. Echt nicht? Das ist eins der meistgeklickten Videos zum Thema Drachenlord. 430.000 Aufrufe. Das ist eigentlich positiv, das ist kein Hater-Video, würde ich sagen. Okay. Kannst du ja mal angucken. Was, 30.000? Nee, 430.000. So, auf jeden Fall erstmal den Vlog hochladen. Vlog? Ah, so in etwa. Aha. Wie kommt der heute dann noch oder morgen? Jetzt hat. Ach so. So lebe ich mit Mobbing, heißt das Video. Okay, das ist interessant. Ja, die Kernaussage ist, lebe im Hier und Jetzt und genieße die Zeit, in der du nicht gemobbt wirst. Punkt. Also sagen die freien Stellen, wenn gerade keine Hater da sind. So in etwa. Und es geht aber nicht nur um die Hater, es geht eigentlich kaum um die Hater, es geht eigentlich eher ums Mobbing, ums Thema Mobbing. Die Hater, ich weiß es gar nicht, ob ich die Hater als Person oder als Begriff überhaupt anspreche. Ich glaube, ich spreche eher den Bereich Mobbing an. Müsste jetzt aber auch nachschauen. Also ein bisschen genereller, ne? Ja, es geht aber auch. Es geht aber auch knapp 20 Minuten, ist ungeschnittene. Ja. Und auch eigentlich ohne große MÖs drin, hoffe ich. Ich habe sehr genau darüber nachgedacht, was ich gesagt habe. Schauen wir mal. Es dauert aber jetzt ein bisschen, bis es freigeschalten wird. Also hochgeladen ist es in, ich würde sagen, in knapp einer Minute. Aber es wird wahrscheinlich 3-4 Minuten dauern, bis es freigeschalten ist. Weil YouTube das ja nochmal überprüft und alles. Schreibst du eigentlich vorher so ein Skript, was du sagen willst, oder machst du das so frei raus? Es kommt immer drauf an. Also für den Time of Metal
habe ich mir meistens ein Skript geschrieben. Für den Dragon Monday auch. Für Vlogs mache ich grundsätzlich keine Skripte. Und Das hat man aber auch für gemerkt, was? dass du dir dann Skript geschrieben hattest. Also. Naja, hat man ja auch gesehen. Ich habe es ja auch gesagt gehabt. Ich habe es Ja, auch aber abgesehen. es war auch an sich sehr strukturiert, irgendwie hatte ich das Gefühl. Naja, wenn du ein Skript ist ja vor allem dafür, dass du Struktur in dein Video bekommst. Ja, genau. Ja. Ja. Es Fällt mir wirkt schon ein. auf jeden Fall sehr, sehr professionell, also ja, im Vergleich so. Ist den Dragon Monday oder was? Ja, genau. Ja, Den Dragon letzten. Monday. Ja, da fand ich, das hat mich, fand ich ein bisschen schade, dass du so viel abgelesen hast und nicht halt nur stichpunktmäßig. Das fand ich früher auch Ja, das cooler, Problem ehrlich ist, gesagt. ja, aber das Problem ist, wenn ich das nicht frei, wenn ich das nicht ablese, dann wird es halt ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu unpraktisch halt, weil wir haben uns ja umsonst hingesetzt und haben das Wort wörtlich aufgeschrieben, Okay. aber man kann das ja, aber ich habe es ja ein bisschen personalisiert dadurch, dass ich ja meistens dann noch frei raus gesagt habe, was ich denke. Also ich habe ja nicht alles abgelesen. Es Wie war eine machst du Mischung das? aus Ablesen und aus frei raus halt. Wie machst du das eigentlich? Also bevor du so ein Video drehst, liest du dir den Text dann ein paar Mal laut vor, weil du ja so ein bisschen immer Probleme mit dem Lesen hast? Oder wie funktioniert das denn? Früher habe ich das gemacht, dieses Mal überhaupt nicht. Ich bin im Lesen mittlerweile ein ganzes Stück besser, weil ich sehr viel laut lese, aufgrund von Videos, Streams und so. Ich bin immer noch nicht gut darin, aber das passt schon. Ja, nicht aufgeben, immer weiter üben, dann kann man nur besser werden. Ja, Das naja, gehört wohl auch dazu. wenn ich leise lese, dann würde ich das natürlich viel schneller lesen. So ist es nicht. Ja, dann kann ich das richtig überfliegen halt. Aber wenn ich das natürlich laut vorlesen muss, dann dauert es ein bisschen. Aber das kennen ja, denke ich, die meisten von euch auch. Wenn man was laut liest, braucht man meistens länger, als wenn man leise liest. Ja, oder macht man noch einen Fehler oder sowas? Ja, Ja, ich glaube nicht, wenn wenn es man, also auf es Fall wäre auch, lese einfach gar nicht. es wär auch skurril, wenn man leise, also für sich lesen würde. Ich glaube nicht, dass denn bei dir in dem, also bei dir im Kopf dann vorgehen würde, was, so weißt du, also das liest man ja dann nicht selber mit, wenn man leise vorliest. Richtig, zum Beispiel. Ja, und noch Schon dazu kommt cool. halt generell, wenn du etwas leise für dich liest, wenn du dich da mal verhaspelst oder so, dann gehst du ja nicht zurück mit dem Spruch und liest es nochmal, sondern du weißt, dann schaltet dein Kopf hier irgendwann, ach so, das und das Wort war ja falsch, und dann weiß, dann liest man ja trotzdem einfach ganz normal weiter, weil man weiß ja, was gemeint war. Aber wenn ich jetzt, wenn ich irgendwas vorlese, dann muss ich es ja richtig vorlesen, sonst macht der ganze Satz ja keinen Sinn. Ja. Genau, so dass der Zuschauer das auch versteht und nicht nur du selber halt. Richtig, und wenn ich es leise lese für mich, dann weiß ich es ja im Kopf auch, was es ist. Dann brauche ich es ja nicht nochmal lesen, deswegen ist mein Kopf ja auch schneller, weil dann mal so einen Flüchtigkeitsfehler macht oder so. Das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber ich kenne mich damit gar nicht so aus. Oh mein Gott, Machen die. sorry. Oh, Sorry, ja, dass ich egal. störe, Drache. Ich träume schon so lange davon, mit dir zu sprechen. Was geht, Drache? Das nochmal geht, dass du bitte niemanden unterbrichst. Okay, das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich bin wirklich ein Fan. Das tut mir wirklich leid. Ah. Alles klar, kein Stress. Was wolltest du sagen? Wo warst du stehen geblieben? Genau, ich kenne mich damit halt nicht aus, ja, genau, ich kenne mich damit halt nicht aus. Mit Lesen und so. Wie ist das eigentlich? Also jetzt nicht bei dir persönlich, sondern im Allgemeinen an der Sonderschule. Lernt man da ganz normal so ab der ersten Klasse lesen oder lernt man das irgendwie erst später und wird darauf langsam vorbereitet und so? Ich habe ja keinen Vergleich, wie es woanders läuft. Ja, wir haben halt erst einmal das ABC gelernt, ne? Also das ist der Buchstabe A, das ist B. Und dann wurde uns halt beigebracht, dass man beim Lesen halt, weil uns wurden damals die Buchstaben so beigebracht. A, K, I, E, anstatt V, ne? Ja. Wie die Worte halt so eigentlich klingen. Aber beim, und dann wurde uns halt beigebracht, dass viele Worte, bis auf die Selbstlaute, eigentlich halt alles Mitlaute, Mitlaute? Ich glaube, Mitlaute heißt der Begriff, Ja, ich glaube. sind so, ne? Das ist, genau. R ist ja ein Selbstlaut, I ist ein Selbstlaut und so, aber viele Worte wie V, da Ja, ist ja Konsonanten. nicht nur ein, genau, ist ja nicht nur ein Buchstabe quasi, den man liest, obwohl man nur diesen einen Buchstaben meint. Ja, nee, ich frage mich. So, sorry. Und so wurde uns das halt beigebracht und irgendwann, ich weiß nicht, so vielleicht nach dem ersten Viertel oder nach dem ersten Halben, ich weiß es nicht, aber es ist schon zig Jahre her. Ich bin 2014 aus der Schule gekommen. Rechnen dir mal aus, ich war 10 Jahre in der Schule. Aber weißt du, wie lange es her ist? Nee, 2014? Erst?
2004. Ich sage so. Ach so. 2004. Nein, ich frag mich das deshalb nur, weil, keine Ahnung, an der normalen Schule hat man ja, sag ich mal, dass alle Kinder so ungefähr in einem Leistungsniveau roundabout sind. Ach, Entschuldigung, 2006 bin ich rausgekommen, sorry. Denke gerade 4, stimmt was. So, da sind ja alle so ungefähr auf einem Leistungsniveau, aber auf einer Sonderschule stelle ich mir das so vor, da hast du halt Menschen, die halt komplett Matsche im Hirn sind, so auf Deutsch gesagt. Ich zum Beispiel. Ja, du warst Taco, ja sicherlich nicht der... Wenn dich der, das der, jetzt wirklich doch. Interessiert, kann ich es dir halt kurz erklären. Der Lehrplan zwischen normaler Regelschule und Sonderschule zieht sich in etwa um 1,5 Jahre. Also das, was du bis zur 3. Klasse gelernt hast, lernen die bis zur 4. Und so. Nein, ich stelle mir das bloß so kompliziert. Du lernst in der Sonderschule, hast du das erste, zweite Schuljahr. Du hast in den ersten 3 Schuljahren, also 1, 2, 3, hast du den Stoff vom ersten und vom zweiten Schuljahr. Ja, ich stelle mir, das ist klar, also das ist mir klar, dass das langsamer ist. Ich stelle mir das bloß so schwierig vor, weil da halt ja wirklich Menschen sind wie du, die einfach so ein paar Probleme haben so. Und dann sind da halt auch welche, die halt, ja. Behindert sind oder so. Ja, nicht sehr weit weg von der geistigen Behinderung. Nee, also da musst du schon deutlich unterscheiden. Also ich war ja zum Beispiel schon in einer Förderschule, als ich in der Grundschule war. So. Ja, genau. Aber es gibt halt Leute, die kommen auch erst im Nachhinein auf eine Förderschule, wenn sie auf der Hauptschule oder auf einer normalen Grundschule nicht weiterkommen. So, es gibt natürlich klar Unterschiede, wie in jeder Schule, dass du zum Beispiel Leute hast, die sich mit dem Stoff total gut auskennen und die dann sogar von der Sonderschule auf die Hauptschule wieder wechseln, dann aber halt ein Jahr wiederholen müssen in der Hauptschule. Damit sie auf dem gleichen Level sind. Oder aber du hast den Fall, dass du halt jetzt wie jemanden wie mich zum Beispiel hast, der da mit ADS oder Legasthenie oder so einen Scheiß zu kämpfen hat. Und es ist aber auch nicht alles. Du hast da halt wirklich Unterschiede. Aber es gibt tatsächlich bei uns in unserem Fall, wo ich dann in die Mittelschule oder Hauptschule, wie auch immer, kam halt so, war es tatsächlich so, dass ich halt neben unserer Schule gab es noch eine Franziskusschule, hieß die. Das ist jetzt aber, glaube ich, nicht gang und gäbe. Das ist aber wirklich eine Schule gewesen für Leute, die behindert waren. Da waren nicht nur geistig Behinderte, sondern auch körperlich behinderte Menschen. Und das war zum Beispiel, das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich absolut keinerlei Probleme mit irgendwelchen Minderheiten habe. Weil ich bin von vornherein so erzogen worden, dass ich mit solchen Menschen zu tun hatte. Ich kenne Leute aus dem Familienbekanntenkreis, die behindert sind, und ich kenne Leute, die ich aus der Schulzeit kenne, die auch behindert sind. Ja, und oder behindert waren. Und das ist halt echt schon ein Unterschied. Es gibt auch einige, die zu uns in die Sonderschule gewechselt sind, die ursprünglich in der Franziskusschule waren, weil es eine Art Ersatz für eine Grundschule war bei denen. Ja. Aber die waren dann noch ganz normal auch in der Ding. Also ich war jetzt schon einer sehr schlechter Schüler in der Schule. Das lag aber bei mir vor allem an meinem ADS und dass da keinerlei Rücksicht drauf genommen wurde. Und was hat man denn am Ende, wenn man halt durch ist für einen Abschluss? Ja, es gibt den sogenannten Schulabschluss. Dann gibt es ja das Quali. Also an der Hauptschule kriegst du im Prinzip einen normalen Abschluss, wenn du keinen Quali machst. Und genau den habe ich im Prinzip auch. Also hast du einen Hauptschulabschluss? Ich habe halt einfach einen Abschluss. Es gibt keinen Hauptschulabschluss oder es gibt keinen Sonderschulabschluss in dem Sinne. Es ist einfach ein Abschluss. Ich habe ein Abschlusszeugnis. Ich hab einfach 9. ist es in unserem Fall gewesen. Ich habe einen ganz normalen Abschluss gehabt, ganz normales Abschlusszeugnis, wo halt drin steht, was ich halt in der Schule so gemacht habe, wie ich war und so, mit meinen Noten und allem drum und dran. Ein ganz normales Abschlusszeugnis hat. Ein ganz normaler Schulabschluss ist das. Aber kein, also es ist kein Hauptschulabschluss. Naja, der Hauptschulabschluss ist ja genau genommen das Quali, wenn man das so. Ich dachte immer, es gibt einen normalen Hauptschulabschluss und dann den Hauptschulabschluss mit, also den qualifizierten Hauptschulabschluss. Dachte ich immer. Ich weiß nicht, wie das genau. Du weißt, wie gesagt, weißt du, wie lange das her ist? Wie gesagt, ich bin jetzt 31, bin mit 17 aus der Schule gekommen. Das ist so lange her. Die haben uns das damals auch erklärt. Ich habe das aber nie richtig geblickt. Auf jeden Fall, ich habe einen Schulabschluss. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Hauptschulabschluss gleichzusetzen ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall, ich habe halt kein Quali oder so in die Richtung. Ja, ich sage da immer nicht so. Es ist einfach nur ein Abschluss.
Ich habe ganz normale Abschlussprüfungen gehabt in der 8. und in der 9. Ich habe ganz normal meine Noten gekriegt, ich habe mein Zeugnis gekriegt und, und das Zertifikat, dass ich mit der Schule fertig bin. Punkt. Ja, ich steige immer durch sowas nicht so durch, weil ich habe sogar in meinem Studium habe ich nebenbei gejobbt und habe halt Schulbegleitung gemacht an einer Sonderschule. Also habe da so ein bisschen. Ja, das gibt's jetzt mittlerweile, das gab's noch nicht zum Beispiel. Ich habe da so ein bisschen halt auf einen so einen Typen da aufgepasst, so. Der war eigentlich auch gar nicht, ja, der war nicht wirklich behindert. Der hatte halt, glaube ich, auch einfach nur ADHS. Und Sonderschüler sind nicht behindert. Das ist ein Irrglaube. Ja. Sonderschüler sind nicht behindert. Die haben nur ein Problem. Haben eine Lernschwäche. Das ist alles. Ja. Ich glaube, das ist. Also der war halt auch halbwegs normal. Plus hatte auch irgendwie ADHS und ein paar Problemchen und so. Aber ich habe damals auch null gecheckt. Das System war mega kompliziert, weil das halt irgendwie ganz anders ist als an so einer normalen Schule. Ja. Ich glaube, das liegt daran, dass Sonderschule oft mit Behindertenschule verwechselt wird, ne? Weil es klingt ja, so ähnlich, das ist halt das Problem. Ich habe zum Beispiel an einer normalen Schule mein FSJ gemacht und da war auch, also da habe ich auf einen autistischen Jungen aufgepasst. Und der war in einer ganz normalen Klasse und der macht, glaube ich, einen ganz normalen Hauptschulabschluss auch, aber ich weiß es nicht. Du musst schon auch bedenken, ne? Ein Autist ist wieder noch ein bisschen was anders. Ein Autist hat nicht automatisch eine Lernschwäche. Es gibt Autisten, die Lernschwächen haben, aber es gibt viele Autisten, die wirklich hochintelligent sind. Ja, der konnte tatsächlich ganz gut Mathe, aber auch gar nicht so wirklich sprechen oder so, aber irgendwie gut, ganz gut rechnen. Die Sache ist, cool, Autisten, also jemand, der ein Autist ist, das ist eine ganz bestimmte Art von Gehirnproblem irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie das genau gemacht wird oder wie das genau gedingst ist, aber Autisten sind grundsätzlich jemand, der Autist ist, ist im Normalfall eher schlau als dumm. Die haben eher Probleme, die meisten Autisten haben eher Probleme im Sinne von Sozialkompetenz. Also die haben ein sehr großes Problem damit, wenn sie sich sozial irgendwo einfügen müssen oder so. Das zu erklären. Das ist zwar jetzt kein Autist, aber ein Beispiel oder ein Beispiel, was einem Autisten sehr nahe kommt, ist zum Beispiel Sheldon Cooper. Auf jeden, ja, ja. Vom Verhalten aber her. Ja? Autismus gibt es, da gibt es so viele Richtungen. Also richtig. Es gibt wirklich 1000 verschiedene Varianten von Autismus, dass man eigentlich nicht einen mit einem anderen vergleichen kann. Die sind also wirklich jeder ist komplett einzigartig und da gibt es auch verschiedene Stärken. Also das ist richtig, ja. War nicht wirklich fähig zu sprechen, aber ich würde es so sagen. Ein Autist hat eine andere Art, sein Denken zu verwenden. Also er denkt auf einer anderen Art, stellt sich vor wie ein Fernsehsender. Ihr lauft alle auf RTL und der läuft halt auf Pro7. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Das ist ein gutes Beispiel, ja. Also es ist im Prinzip wie ein anderer Sender und ist bei Legasthenie ist es übrigens genau, bei ADS ist es übrigens genau dasselbe. ADS ist dann nochmal ein anderer Sender, ist zum Beispiel von mir aus Sat.1. Das ist im Prinzip nochmal so. Weil es gibt auch unter ADS-Lern welche, die sehr schlau sind oder die sehr gut mit Mathe und Deutsch umgehen können. Ich zum Beispiel habe darin total versagt, aber es gibt welche, die interessieren sich dafür. Ein Beispiel ist da zum, übrigens gibt es wirklich ein Beispiel, der ADS hat oder es so dargestellt wird. Das ist in dem Film Fast and Furious der Jesse. Er sagt sogar, dass er ADS hat. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Der hat gemeint, dass er in Mathematik. Bitte? Ich glaube, heutzutage wird das ein bisschen zu oft hier diagnostiziert. Also die Kinder kriegen viel zu schnell dann Ritalin verschrieben, wenn sie einfach nur ein bisschen hippelig sind. Du musst unterscheiden, ne? Es gibt einen Unterschied zwischen ADS und ADHS. ADHS ist Aufmerksamkeitshyperaktivitätssyndrom und ADS ist Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Das sind zwar Aufmerksamkeitsdefizit-Hypersyndrom, ist es nicht so? Nee, Hyperaktivität. Also es gibt zwei Varianten. Beides hat mit der Konzentration zu tun, aber der Hyperaktivitätstyp davon ist halt sehr hippelig und sehr aufgedreht und so.
und lässt sich nicht nur durch das Ganze geistig ablenken, sondern auch meistens dann körperlich, dass er am Rumhibbeln ist oder irgendwas. Oder dass er so zurückgezogen, so zurückhaltend, meine ich. Nee, ich bin auch ganz normal. Ich habe schon auch meine aufgetretenen Momente, aber ich bin halt nicht hyperaktiv. Aber die hat dann jeder mal. Ja, logisch. Also ich bin von dem Ding her bin ich normal, außer dass ich halt Probleme mit ADS habe. Hast du mal Ritalin genommen? Ich habe nie Ritalin genommen. Ich sag dir auch warum. Ja. Mir wurde Ritalin hat extrem starke und gefährliche Nebenwirkungen. Du kannst mit Ritalin ist auch ein Koksderivat, glaube ich. Ach, so schlimm ist das nicht. Ich nehme das auch immer zum Lernen und das geht schon. Ja, ich auch. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ja, ihr wisst aber schon, was das auch für Nebenwirkungen hat. Dass ihr zum Beispiel einen Herzinfarkt dadurch kriegen könnt, dass ihr dadurch Persönlichkeitsveränderungen habt und. Also Persönlichkeitsveränderung stimmt, aber Herzinfarkt, das habe ich noch nicht gehört. Du musst dir mal die, musst dir mal. Ja gut, es kann natürlich auch sein, ne? Ich bin ja schon ganz schön älter wie ihr, denke ich. Wenn man es nicht durchnimmt, ist das, glaube ich, nicht so schwierig. Aber wenn so Kindern das halt durchverschrieben wird, dass sie jeden Tag, was weiß ich, 80 Milligramm davon fressen sollen, dann werden die auf jeden Fall so Ritalin-Zombies. Das stimmt, aber ich glaube, ich würde es meinen Kindern trotzdem geben, weil es ist halt wichtig, dass da schulische Leistungen hervorkommen und wenn die das ohne Ritalin nicht schaffen, keine Ahnung, also ich glaube, das ist schon richtig so. Soll ich dir was sagen? Also bei einem Freund von mir zum Beispiel, der hat auch Ritalin bekommen, da ist es nicht besser geworden. Ja, ich sage euch mal was. Ich habe einen Kumpel gehabt in der Schule, einen von wenigen. Wir waren fast gleich von unserem Denken her mit dem ADS und so. Wir waren beide unglaublich kreative Menschen und haben dann auch, hat sich auch rausgestellt, dass wir beide eben ADS haben. Seine Mutter hat darauf bestanden, dass er ADS nimmt. Wir haben uns so gut über viele Geschichten und Sachen unterhalten können. Nicht nur, dass sich seine komplette Persönlichkeit von heute auf morgen irgendwann geändert hat, sondern er hat auch plötzlich diese komplette kreative Ader nicht mehr gehabt. Er hatte diese komplette Kreativität nicht mehr. Und das ist ihm total verloren gegangen. Und mal unabhängig vom Persönlichkeitsverändern her, hat er auch einige anderen merkwürdigen Ticks angenommen. Und habe ich mir geschworen, ich werde diesen Scheiß nicht einnehmen. Und hat das dann was gebracht in Bezug auf die schulische Laufbahn? Oder? Die schulische Laufbahn ist ihm gut gekommen, ja. Aber er ist von einem super Typen, mit dem man sich unterhalten konnte, mit dem man lachen konnte, mit dem man sich Geschichten ausdenken konnte, ist er zu einem total asozialen Menschen geworden, der angefangen hat, Leute zu dissen, nur weil sie nicht so intelligent waren wie er. Also okay. Sprich, unter anderem Ritalin liegen, oder? Vielleicht ist er einfach so geworden. Sonderschule, andere Sonderschüler. Ja, aber das liegt meistens daran, dass die Eltern, die eine medikamentöse Therapie mit ihren Kindern beginnen, dann keine Verhaltenstherapie dazu parallel laufen lassen. Und das ist dann meistens der Fehler dahinter. Kennst du meine Eltern? Ich kannte die ganze Familie. Der hat überhaupt nichts, außer dass er das Adrenalin genommen gehabt hat. Ja, und das ist dann halt der Fehler dahinter. Die Kinder brauchen ja auch eine Verhaltenstherapie dann meistens. Ich finde eigentlich, es hätte gereicht, wenn er das Adrenalin nicht genommen hat. Der war nicht so schlecht wie ich in der Schule, darin haben wir uns unterschieden, aber der war an sich ein echt anständiger, korrekter Typ. Und der hat sich nach diesem Scheiß total verändert. Und ich glaube nicht, dass das daran lag, dass wir einfach älter geworden sind, sondern der hat früher gezeichnet und anders als ich konnte er das auch richtig krass. Wir haben uns Geschichten ausgedacht, ich habe ein bisschen was geschrieben und er hat das Ganze gezeichnet. Und wir haben uns super verstanden und kommt von heute auf morgen ist er komplett anders gewesen und hat sich für nichts mehr interessiert in die Richtung und weiß nicht, das ist einfach. Vielleicht hat er auch kein Ritalin bekommen, sondern Antidepressiva, das wird auch Kindern dann ganz oft verschrieben. Nein, hat er nicht. Ich weiß noch, was er. Ich habe noch mal mit seiner Mutter. Nein, es lag nicht daran. Er hat Ritalin nur bekommen. Ich habe mit seiner Mutter damals geredet, was da los ist. Weil ich gesagt, ich kannte die ganze Familie halt. Aber ich finde es besser, in der Jugend ein bisschen abstumpfen, als dann das ganze Leben in Armut zu leben. Das ist bloß meine Meinung. Ist der jetzt heute richtig erfolgreich so? Mag sein, aber ich lebe auch nicht in Armut. Von daher hat sich das alles eine mit dem anderen nichts zu tun. Das war gar nicht nur auf dich bezogen. Nur weil man in der Schule, ein paar Probleme hat, heißt das nicht, dass man im späteren Leben keinen Erfolg haben kann. Das stimmt. Man kann ja, schon Erfolg haben, aber in der Regel.
Ja, aber in der Regel ist es halt schon so, dass zum Beispiel Leute wie auf der Hauptschule waren oder wie du auf der Sonderschule, dass die es schwierig später haben, ne? Das ist natürlich schon Malus, das muss man so sagen. Erzähl mir bitte mehr darüber, wie es ist, wenn man in der Sonderschule war und wie schwer man es danach hat. Bitte erzähl mir mehr. Bitte. Ja, das Ding ist auch nur, weil es bei dir halt gut gelaufen ist, so mit dem, was du vorhattest, relativ gut. Heißt ja nicht, dass es nicht hätte anders laufen können. Ich glaube, das war gemeint in dem Fall. Ja, ich sag dir was. In der Sonderschule lernst du eine Sache neben den schulischen Sachen, die dich in deinem ganzen Leben begleitet. Und das kenne ich von eigentlich nahezu jedem, der mit mir in der Schule war. Egal, wie schlecht oder wie gut du in der Schule warst. Du wirst nichts erreichen, wenn du nicht dafür kämpfst und nicht dafür arbeitest. Und das hat jeder von uns sich selbst genommen. Und dadurch, dass wir in der Schule zum Teil schlechter waren als Hauptschüler oder dass wir mit Vorurteilen zu kämpfen haben, die andere nicht haben, wir mussten dafür kämpfen. Viele von uns, die aus der Schule gekommen sind, jeder von uns musste regelrecht um einen Ausbildungsplatz betteln. Mhm. Und wir haben es trotzdem nahezu alle geschafft. Ich glaube, der Einzige, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Einzige, der keine Ausbildung gemacht hat, bin tatsächlich ich. Und einer von 60 Schülern, wir waren 60 Schüler, wir waren am Ende 4 Klassen. Also musstet ihr sozusagen die doppelte Arbeit leisten. Ja. Schätze ich mal, ich weiß nicht. Manche haben auch bessere Noten gehabt, die haben es nicht so schwer gehabt. Aber manche haben halt schlechtere Noten gehabt, die haben es schwerer gehabt. Und bei mir ist ja die Sache nicht gewesen, dass ich nicht dafür gekämpft habe, dass ich eine Ausbildung habe. Ich habe mich irgendwann bewusst dafür entschieden, keine zu machen. Weil ich war nämlich in der Schule, ich war in der Schule schlecht, ich wusste, wie meine Noten ausschauen. Anfangs habe ich noch ein paar Bewerbungen geschrieben für eine Ausbildung, habe es dann aber irgendwann sein gelassen, weil ich dann normal gearbeitet habe und mir gedacht habe, scheiß drauf, ich arbeite lieber jetzt vernünftig und verdiene meine Kohle und arbeite mich in irgendeiner Firma von sich aus hoch, ohne dass ich jetzt da irgendwie mir was mache. Und es hat auch funktioniert. Naja, bis die Firma pleite ging. Aber nochmal ganz kurz zu Ritalin. Es gibt mehrere medizinische Studien, die besagen, dass das Nehmen von Ritalin im Jugendalter oder im Kindesalter nicht richtig ist, weil die Gehirnentwicklung dadurch blockiert wird oder vernachlässigt wird. Also wenn Rainer jetzt kein Ritalin genommen hat, war das eigentlich genau der richtige Ansatzpunkt und nicht der falsche nach neuestem Stand. Oh, da spalten sich so die Geister. Das ist wie evangelisch oder katholisch sein. Also da kann man nicht ewig diskutieren. Also es kann sein, dass man dadurch abstumpft. Da kann man nicht ewig diskutieren. Katholisch und evangelisch. Also stimme ich dir vollkommen zu, aber also wenn es dann der Unterschied ist, ob man das Gymnasium oder die Realschule besucht, das ist schon wichtig, dass wenn man studiert, man hat schon ein besseres Leben, meiner Meinung nach. In den meisten Ausbildungsberufen wird man wie Scheiße behandelt und als Student wird man eigentlich immer gut behandelt. Ich hatte gar keinen Bock, irgendwie einen Ausbildungsberuf zu machen oder so. Und was hat das jetzt mit Ritalin zu tun? Alter, der war gut. Nimm's mir mal nicht übel, ne? Aber ich habe schon in einem Beruf gearbeitet. Gut, ich war kein Auszubildender, ne? Aber ich habe halt gesehen, wie die Auszubildenden behandelt wurden. Und da war auch einer aus meiner Schule, der war da im dritten Lehrjahr. Das war schon ein paar Jahre später dann. Der war im dritten Lehrjahr und da kam einer, der studiert hat, her und hat den gleichen Job gemacht wie er, hat es als Ausbildung gemacht, war irgendwie in unserem Alter, weil er eben schon studiert hatte, weil wir das schon bei alle wegen älter waren. Und der Typ im dritten Lehrjahr, der das gemacht hat, der ist ganz normal behandelt worden, die ganzen 3 Jahre über. Und der, wo er als Student angekommen ist, der hat sich so dumm angestellt zum Teil, weil der sein ganzes Leben lang nichts gemacht hat, außer in der Schule zu sein. Und wir in der Sonderschule hatten neben dem Praktikums nicht wenige von uns auch einen Job neben der Schule. Und das heißt, wir hatten schon lang mehr Arbeitserfahrung und Praxis, bevor wir überhaupt eine Ausbildung angefangen haben. Also ich habe während der Uni auch gearbeitet. Ja gut, es gibt natürlich schon solche auch, das sage ich ja nicht. Worauf ich aber hinaus wollte ist, das ist nicht selten in den Firmen meiner Erfahrung nach, und das war nicht das einzige Beispiel. Meiner Erfahrung nach waren Studenten oder ehemalige Studenten oder was weiß ich, in den meisten Firmen gar nicht so beliebt als Auszubildende, weil viele oft dem Chef widersprochen haben, das wissen sie besser, das wissen sie besser, oder auch grundsätzlich einfach so, keine Ahnung, so wenig Erfahrung im Arbeitsbereich hatten, dass sie einfach einen Fehler nach dem anderen gemacht haben. Aber warum sollte man denn als Student eine Ausbildung machen?
Genau. Das verstehe ich nicht. Was willst du denn, wenn du studiert hast, was willst du denn machen nach dem Studium? Ja, also wenn du, ein sinnvolles Studium gemacht hast, musst du danach keine Ausbildung machen. Also es ist ja sozusagen eine Stufe drunter. Ausbildung, ja. Studium ist ja die Ausbildung. Mhm. Ja, aber die Frage ist letzten Endes, wo fängst du an zu arbeiten? Der Vorteil, glaube ich, ist einfach als Lehrling, dass du 3 Jahre komplett in der Praxis bist. Und der Student nicht, der macht das vielleicht nur 2 Monate im Jahr. Ja. Und wenn er dann in dem Berufsleben kommt, muss er halt erst komplett von neu anfangen, der Student. Aber dafür verdient er auch mehr. Aber da muss man doch keine Ausbildung machen. Und es gibt halt akademische Berufe. Ne? Ja, aber was mich jetzt interessieren würde, es kommt darauf an, was du studierst, klar. Aber ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat, Ingenieurtechnologie oder irgend sowas hat er studiert. Maschinenbau? Maschinenbau, genau, richtig, danke schön. Der hat Maschinenbau studiert und hat dann in einer Werkstatt angefangen zu arbeiten, ne? In einer Vertragswerkstatt und so. So, und der andere, der da die Ausbildung gemacht hat, der hat da bessere Karten gehabt als der Student. Einfach nur deswegen. Also das heißt natürlich nicht, dass es immer so läuft, aber meine Erfahrung, die ich im Laufe meiner Jahre gemacht habe in verschiedensten Firmen, und es sind echt nicht wenige gewesen, ist tatsächlich, dass die Mehrheit von den Arbeitgebern schon nicht seltener den Hauptschüler oder den Schüler bevorzugt, der nicht studiert hat. Weil zum einen weiß der, also viele Studenten meinen, dass sie nach der Ausbildung alles wissen und Chefs sind, und das ist einfach nicht der Fall. Weil selbst wenn du aus der Ausbildung rauskommst, bist du noch viele Jahre, noch lange nicht so weit, dass du alles besser wissen kannst als jemand, der den Beruf seit 10, 20 oder 30 Jahren macht. Ja. Studium lohnt sich nicht einfach. Und viele Studenten meinen das aber. Das heißt natürlich nicht, dass das der Regelfall ist. Das muss man immer dazu sagen. Viele werden ja auch Taxifahrer. Danach. Heutzutage ist sowieso das Problem, dass viele Leute irgendwas studieren, und dann letzten Endes aber gar keine Arbeit finden. Ich kenne auch jemanden, der hat studiert, den habe ich zufällig getroffen, als ich dann mal arbeitslos war und das so einen Kurs mitgemacht habe. Der hat auch studiert, der ist auch älter wie ich sogar. Der hat studiert, der hat ein paar Jahre in einer Firma gearbeitet, die Firma ist pleite gegangen und dann stand er da. Das Studium hat ihm nichts gebracht, weil er hat das Studium nicht mehr benutzen können für irgendwas. Ja, dann hat er was. Was hatte der studiert? So speziell war das gar nicht. Ich glaube, das war tatsächlich sogar bloß IT? Nee, da findest du immer was. Da findest du immer was. Der war aber arbeitslos, weil er nichts gefunden hat. Und das war der Witz daran. Ja, da hat er aber nicht richtig gesucht, glaube ich. Also ich studiere auch IT und die Chancen sind schon sehr gut, dass du was findest. Das Problem ist, wenn jemand Maschinen studiert und dann als Schrauber irgendwo arbeitet, dann hat er auch was falsch gemacht. Also, das habe ich auch gerade gefragt, was ein Ingenieur in der Vertragswerkstatt verloren hat. MAN. Die sind ja nicht nur in der Werkstatt als solches, sondern die haben ja auch Entwicklung und so weiter. Naja, aber nicht in der Vertragswerkstatt. Das ist keine Vertragswerkstatt als solches. Das ist auch ein Teil der Firma, aber die sind halt nicht nur in dem Bereich tätig gewesen. Aber alle Leute, die in der Entwicklung arbeiten, für Automobilkonzerne, was auch immer, das sind keine Leute, die das gelernt haben, sondern das sind immer studierte Leute. Deswegen habe ich nicht verstanden, was du jetzt meintest, dass da jemand gelernt hat oder irgendwie die Ausbildung gemacht hat und dadurch besser war. Man hat eine größere Chance, den Einstieg in Führungsposition nach dem Studium. Was Rainer jetzt aber meinte, ist einfach nach der Ausbildung in gewöhnliche Stellen einfach reinzukommen. Da ist ein Student einfach, der keine Berufserfahrung hat, als beispielsweise ein Industriekaufmann, nicht so qualifiziert mit einem BWL-Studium als jetzt ein frisch Ausgebildeter in dem Beruf. Aber welcher Student will denn in so, also ja, in einer wirklichen Werkstatt? Keine Wahl, das meine ich dann. Viele Studenten, das machen sogar viele, weil das Problem ist, nach meiner Erfahrung haben viele Studenten gar keine große Wahl, weil die nach dem Studium keine große Arbeitsstelle irgendwo finden, weil viele Arbeitgeber, und das war in vielen Firmen, in denen ich der Fall gearbeitet habe, war das der Fall, dass die zum Teil gar nicht irgendwelche studierte Leute wollten, weil die zu teuer waren. Und dann hatten die gar keine große Wahl, als mussten die irgendwo unten anfangen. Was waren das so für Studiengänge, wo die keinen Job gefunden hatten? Wo
weißt du, was ich da alles erlebt habe, keine Ahnung. Ich habe doch nicht jeden nach seinem einzelnen, ich habe doch nicht jeden nach seinem Studiengang gefragt, aber da war alles dabei. Von IT-Wissenschaft über Maschinenbau, über Politikwissenschaften bis hin zu weiß der Geier was. Und ich habe sogar einen gehabt, der hat Dings studiert. Wie heißt es? Jurawissenschaften. Also Jura halt irgendwie. Ja, also das sind eigentlich die Studiengänge mit den besten Berufsaussichten, ne? Also ja, und alles, was mit Ingenieurswesen zu tun hat, ist schon nicht so schwierig, einen Job zu finden. Ja, aber anscheinend ist das für viele trotzdem ein ziemliches Problem. Das Problem aber daran ist, und das wollte ich vorhin sagen, bevor ihr mich unterbrochen habt, dass es einfach zum Teil auch einfach zu viele Leute gibt, die diese Studiensachen lernen. Und wenn es einen Überschuss an irgendwas gibt, dann stellt niemand ein, weil es einfach zu viele gibt. Dann suchen die sich den Besten raus und dann war es das. Es gibt aber keinen Überschuss an Ingenieuren, das kann ich, also das gebe ich euch. Naja, muss aber zum Zeitpunkt damals so gewesen sein, weil sonst wären nicht so viele aus diesen Bereichen in irgendwelchen Zeitarbeitsfirmen oder sonst wo gelandet. Ist ja auch schon ein paar Jahre her so, ne? Da war es vielleicht anders noch. Jahre halt, ne? So lange ist es nicht her. Doch, ich wollte dir einmal nur gratulieren, dass du in den Trends bist bei YouTube. Ich bin in den Trends. Mit deinem neuen Track. Und der ist auch echt nice. Der ist richtig nice geworden. Ich finde es echt super. Das wollte ich auch echt mal sagen, Alter. Wir hatten ja vorhin über Behindertenschulen geredet. Es gibt, glaube ich, die Schulform Behindertenschule gar nicht, ne? Das hatte ich, glaube ich, falsch erwähnt. Also unsere hieß damals... Wie heißt die? Die heißt natürlich nicht Behindertenschule. Unsere hieß damals... Ich kann dich nicht ganz verstehen. Sag nochmal bitte. GB-Schule. GB, ah ja, okay, danke. Schule wahrscheinlich. Oder? Was soll das heißen? Danke auf jeden Fall für deine Musik. Ja, Mann. Freut mich. Also der Track war schon mit Abstand der beste, muss man einfach sagen. Das habt ihr über Ulu alle auch gesagt. Ja, ja, Ulu ist auch ein Klassiker, aber der ist schon noch besser, finde ich. Ah, der Song ist übrigens mittlerweile freigeschaltet. Das Video ist mittlerweile übrigens freigeschaltet. Das muss ich gleich noch gucken, ne? Neues Video? Mhm. Nice, das gucke ich mir gleich an. Die sind auch gute Kommentare so unter dem Track, also ich glaube, der kam gut an insgesamt. Oh, das neue Video kam auch gar nicht so schlecht an. Bis jetzt. 309 Likes, 234 Likes. Ich gehe mal weiter, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Hat mich echt gefreut, mal mit dir geschnackt zu haben. Ich hoffe, wir hören uns nochmal. Schönen Abend noch. Jo. Aber ist ja gut, dass du in letzter Zeit so positive Resonanz bekommst. Und Gott. Ich sehe tatsächlich recht nüchtern. Echt? Wieso? Warum nicht? Ist doch schön, kann ich doch freuen eigentlich. Also ich würde mich freuen, ja. Nach 7 Jahren oder nein, nach 9 Jahren ist irgendwie die Luft raus. Ah ja, das finde ich auch mal ein bisschen schade. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass du jetzt, wenn du so, ja wie gesagt, also positives Feedback bekommst, dass du wieder so ein bisschen Energie bekommst, weißt du? Und dann vielleicht auch mal so ein paar Sachen so richtig durchsetzen könntest. Vielleicht irgendwie jetzt auch beim Training zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Kalorien zählen oder so. Das wäre eine Sache, wo man die Energie dann reinstecken könnte. Ohne jetzt geldgeil oder so zu wirken, ne? Aber weißt du, was mir Energie geben würde? Wenn ich anständig Kohle damit verdienen könnte, anständige Product Placements machen könnte, und anständig davon was reißen könnte, damit ich endlich mal ein bisschen mein Haus und alles aufrüsten könnte. Aber das kann ja noch kommen eigentlich. Ja, also. Aber ich sag's dir ganz im Ernst, ich glaube, mit den Product Placements, das wird's erstmal nichts, ne? Ich glaube, das weißt du auch selber. Wobei ich sagen muss, jetzt habe ich gerade festgestellt, weil ich gerade im Dashboard bin, ich habe jetzt 100.580 Abonnenten. Irgendjemand hat schon wieder Mauljucken, wie es ausschaut. Hat dich wer angeschrieben, oder was? Nee, es steht einer von meiner Haus mit dem Auto. So. Boah, jetzt noch. 100.580 Abonnenten.
und meine Aufrufzahlen sind von 1,3 auf 1,4 Millionen gestiegen. Hast du nicht viele Anfragen zu Product Placements oder sowas? Jetzt im Monat die Aufrufe hochgezählt? Bitte? Ja, ja, auf den Monat. 28 Tage? Also keinen Monat. Boah, nicht schlecht. Das ist halt echt nicht schlecht. Hast du keine Anfragen oder sowas? Von Firmen oder so? Nein. Aber. Das ist schon viel Reichweite. Aber ich glaube, du könntest sehr viel. Small. Ja. Okay. Das holen zu lassen, das ist alles. Ja, bei dem. Zu Michael. Was? Welcher Michael? Ich glaube, der macht nichts mehr. Michael Schumacher, ja, Witz. Gibt's den überhaupt noch? Nee. So. Mein Held ist wieder unterwegs. Nice. Und wie heißt mein Held? Metal Drache. Besteht aus Metall und hat Feuerkräfte, so wie sich's gehört. Nice. Das ist mein Superheld. Mein Superheld bist du, Rainer. What the... Wird das Spiel überhaupt echt noch aktiv gespielt, wenn ich fragen darf? Ich glaube nicht, aber hier stehen ein paar Leute rum, also. Ach, du spielst DC Universe? Ja. Oh Gott, das hatte ich auch mal gezockt. Das war dieses nee. MMORPG mit den ganzen... Superhelden aus DC, ja. Ich habe das 2010, 2011, 2012 gezockt. Seitdem nie wieder angerührt, weil ich eigentlich Marvel-Fan bin. Aber weil ich jetzt vor kurzem den Aquaman angeschaut habe, habe ich mir gedacht, ich schau mal, weil ich wusste noch, dass man sich da, wenn man einen Charakter erstellt, kann man da aussuchen, welche Art von wenn ich das finde, das auszumachen. Ich wusste noch, wenn man da sich einen Charakter stellt, kann man sich die Vorbilder aussuchen. Und ich dachte eigentlich Aquaman, aber... Ja, gibt's nicht, wa? Gab's nicht. Nee. Ja, also irgendwie, ich glaube irgendwie immer die Waffenart hat so deinen Kampfstil beeinflusst, ne? So war das, glaube ich. Es hat einen ganz guten PvP-Modus. Hat schon Spaß gemacht. Ja. Ja, ich habe halt Feuerkräfte und habe halt einen Zweihänderhammer, also. Und dazu halt meine Fähigkeiten so. Ja, Faustkampf war richtig OP im PvP. Ja, gut, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe nie PvP gespielt. Und man hat halt auch die Möglichkeit Bewegungsmodus. Ach man. Ist hier irgendeiner in der Runde Lehrer oder Bildungswissenschaftler oder sowas in der Art? Was willst Alles du denn klar. wissen? Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Kompetenz? Oh, das ist eher eine philosophische Frage, denke ich. Ich glaube, Kompetenz kannst du einfach so haben. Zum Beispiel, du bist stark, das ist eine Kompetenz. Und Wissen musst du dir aneignen. Nee, der Unterschied ist, Kompetenz ist, wenn du dein Wissen anwenden kannst. Ganz einfach. Ist die Anwendung des Wissens die einzige Kompetenzbeschreibung? Ja, zu 100%. Kompetenz ist Anwendung des Wissens. Aber hier steht zum Beispiel in dem Artikel, Competences are often defined more abstractly as the skills, knowledge, attitudes and motivational variables. Also Fähigkeiten, Wissen... Einstellung und motivationale Variablen. Also du fragst ja absolut okay. Die Falschen, dass hier der Drachenlord das muss dein Wissen halt. Wir sind alle arbeitslos, also. Gut hätte sein können, dass einer der 15 hier eine perfekte Antwort war. Sehr tiefsinnige Frage auf jeden Fall. Da bin ich überfordert. Bin arbeitslos, kann nicht drauf beantworten. Ich bin Hausmeister. Ich hätte Bock, dass wir uns jetzt alle irgendwie auf Englisch unterhalten. Das hat mir gerade gut gefallen. Die Frage ist auch, was der Unterschied zwischen Mobbing und Reaktion ist. Gut, Ivedik.
Hello. Hello. Hi. Ich glaube, lustiger wäre es in diesem Tanzverbot Fake Englisch und es wird einfach nicht auffliegen. Kill him on a way for, kill him on a way for. Ja, Mann. Kill him on a way for, kill him on a way for. Den Auftritt mit Sido, den habe ich gefühlt, ey. Cool Razor, cool Razor. Also den Auftritt mit Sido fand ich eigentlich eher Fremdscham. Ja, aber ein Fremdscham zum Gefühl. Ist euch eigentlich klar, dass ich euch zuhöre? Ja. Wieso? Wie fandest du aus denn, Drache? Das vom Tanzverbot mit Sido. Verbot mit Sido? Keine Ahnung. Wieso ich von? Ich fand's Kindergarten wie immer. Aber lustig. Hat man mich eigentlich schreien gehört? Nö. Nö, du hast doch gemutet. Nur ich dachte, weil ich gerade mich eigentlich entmutet hatte. Was hast du denn geschrien? Das übliche. Ihr dummen Sackwichser, schaut, dass ihr euch verpisst. Ich hab mir euer Kennzeichen auf. Sackwichser. Hattest du gerade wieder Besuch oder was? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch so ein bisschen Spaß macht. Was? Na, die so anzuschreien. Mit Spaß hat das nicht viel zu tun. Es geht eher darum, dass ich auf die Art und Weise meine Aggression kompensiere. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich denen die Schnauze eintreten. Aber ich verstehe das gar nicht. Also ich hatte jetzt letztens irgendwann so ein paar Besoffene vor meinem Haus stehen. Keine Ahnung, die haben da gechillt. Da habe ich einfach die Polizei angerufen und die sind gekommen und haben die weggeschickt. Also. Ja, es ist aber ein Unterschied, ob irgendwelche Randoms vor deinem Haus sind, die dich nicht kennen und nicht zu dir wollen, oder irgendwelche Leute, die zu dir wollen und bei dir alles randalieren. Ja, klar, aber dann, also ich meine nur, ich habe die Polizei gerufen und dann war das erledigt eigentlich. Aber du müsstest wahrscheinlich jeden Tag ein paar Mal die Polizei rufen, oder Drache? Mal. Ich rufe jeden Tag ungefähr 20 Mal die Polizei. Ja, die kommt natürlich auch irgendwann. Ja, die haben ja auch bestimmt keinen Bock irgendwann mehr. Mhm. Ja gut, aber eigentlich sind die ja da eigentlich zu verpflichtet oder so, ne? Ja, ist immer so eine Frage, ne? Ich weiß gar nicht. Also ich kenne mich da zu wenig mit aus. Also keine Ahnung, also ich bin der Meinung, die sollten einfach da aufstocken. Die sollten da vielleicht so dreimal so viel Mann haben oder so. Einfach unterbesetzt. Ja, genau. Naja, aber ich weiß nicht, wenn die da einfach auf der öffentlichen Straße stehen, ob die Polizei da halt wirklich direkt was machen kann, so, ne? Wenn sie auf der öffentlichen Straße stehen und rumschreien, können die klar was machen. Ja, das ist schon Ruhestörung oder so, ne? Jetzt auch nach 22 Uhr. Das ist tatsächlich mit der Ruhestörung sogar 24/7 möglich. Je nachdem, wie laut es sind und je nachdem, wie viele Leute sich beschweren. Außerdem dürfen wir bis auf Anrainer ja keiner auf die Straße, oder? Darauf fahren, wo du wohnst. Es kommt noch dazu, ja. Also ich hätte schon längst mein Haus verkauft und wäre irgendwo weggezogen. Ja, du wohnst aber auch nicht seit 30 Jahren am gleichen Ort. Doch. Und hast deine Familie da und hast eine Generation von über 100 Jahren hier mit deiner Geschichte und alles. Doch, ich glaub, das ändert doch nicht viel. In dem Haus, wo ich wohne, da wohnt meine Familie seit 4 Generationen. Also, da wohne ich halt jetzt so und meine Wohnung für die Arbeit, gut, das ist egal, aber jetzt, also wenn ich jetzt hier ständig belästigt werden würde, dann wäre mir meine Familienhistorie, sag ich mal, scheißegal. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Meine Familie. Hä? Ich habe halt irgendwo noch die Ehre und den Anstand, den Versuch, meine Familienehre und so weiter. Naja, aber ich weiß, was du meinst, aber es ist halt immer die Frage, so Familienehre hin oder her. Das Haus an sich zum Beispiel, das ist mir auch, also hat auch einen emotionalen Wert so für mich, aber also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt damit leben müsste, dass ständig hier Leute kommen und mich nerven, dann, das hat ja mit Familienehre so auch nichts zu tun. Dann würde ich das Haus halt verkaufen, mein Gott. Man kann ja auch der Anfang einer neuen Familienehre sein. Mhm. Ja, das sowieso, klar. Und ich glaube, damit macht man sich halt noch historischer, als wenn man einfach nur da bleibt. Dann wird die neue Adresse irgendwie geleakt und dann geht das Ganze wieder von vorne los oder so. Hast auch nichts davon.
Ja, also, gut, das stimmt natürlich. Deswegen meine ich ja, also in der Großstadt im Haus, wenn man tatsächlich oben wohnt, da kommen die Leute ja nicht so leicht rein, ne? Nee. Wenn die Nachbarn abgesprochen sind, dass sie nicht einfach die Eingangstüre den Leuten aufmachen. Ich meine, was wollen die da groß machen? Naja gut, aber ich sag mal, der Zug ist natürlich wahrscheinlich sowieso abgefahren, denke ich mal, weil, also verkaufen, naja gut, da müsste es dann halt auch einen Käufer geben. So, wer würde, also das ist nicht böse gemeint, aber das würde dann ja keiner mehr kaufen jetzt wahrscheinlich. Ja, selbst wenn, ist aber trotzdem noch ein anderes Problem vorhanden. Und zwar, selbst wenn ich umziehe und dann stehe ich einfach wieder vor dem gleichen Problem nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten. Wenn du es richtig machst, nicht. Ich meine, Tanzverbot hat es ja auch irgendwie hinbekommen. Wer hat es hinbekommen? Tanzverbot. Okay, ihr könnt doch wohl Tanzverbots-Haten mit meinem Hate vergleichen, oder? Ja, aber er hat ja auch Probleme gehabt und er ist umgezogen, hat er auch. Ja, ich habe aber auch ein ganzes Stück mehr und aggressivere und asozialere Hater, oder? Ja, das glaube ich auch. Da muss man, das wäre nicht die Lösung. Nicht die einzige. Ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist. Ja, ist schwer zu sagen, sowas. Also, ja. Wobei man sagen muss, ich habe mir ja mal die Videos früher vom Posterverkauf angeguckt, ne? Und da war das eigentlich immer relativ friedlich alles. Aber da waren ja auch immer Besucher da. Aber ich weiß nicht, da war das irgendwie alles im Griff. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das halt irgendwie hochgeschaukelt, ne? Also ich hätte richtig gerne als Geschäfts- und auch Privatwagen hier dieses Mercedes-Modell, wo Hitler immer mitgefahren ist. Genau das Original. Ich finde, das ist auf jeden Fall standesgemäß. Hitler ist Mercedes gefahren? Mhm. Ja. Es gibt doch diesen einen Film, wo sie aber damit rumfahren. Dann will ich auch einen Fahrer haben und mich hinten immer hinstellen. Das kannst du gleich am Bentley kaufen. Also, ich will dieses Papst-Auto haben. Also eins muss man den Nazis lassen, die hatten schon sehr viel Stil. Auf jeden. Mit den Boss-Anzügen und so, also keine Ahnung, die Uniform. Also ich muss auch sagen, die Uniform, ob jetzt die SS-Uniform und auch die SA-Uniform, war auf jeden Fall schneidig, kann man anziehen. Ja. Aber auch heutzutage auf Hochzeit. Und von Hugo Boss. Also könnte ich jetzt nicht unbedingt anziehen, aber könnte man anziehen, wenn das gesellschaftlich noch akzeptiert wäre. So leistungsstark war der Mercedes von Hitler aber gar nicht. 5x4 Liter Hub. Raum und daraus 85 kW, das ist doch ein bisschen arg mager. Ja, aber wir reden ja auch schon viel daraus. 80 Jahre her, Mann. Heutzutage würde Hitler wahrscheinlich mit einem Tesla fahren. Das weiß ich nicht so. Mit so einem V12 oder so, glaube ich, ja. Irgend so eine gepanzerte Limousine mit einem V12. V18. Ich glaube, Hitler würde jetzt schwer, Maybach fahren. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, Maybach passt. Ich glaube, Hitler würde Opel Adam fahren. Ich glaube, Hitler würde... Ich glaube, Hitler würde eher unterirdisch fahren, weil ihn jeder erschießen würde. Meinst du mit der U-Bahn? Nee, ich meinte eigentlich tot. Ja, das Erde. Sagt sich so leicht. Viele behaupten ja auch immer, oh, damals, da wäre ich auf jeden Fall im Widerstand gewesen. Aber das ist, glaube ich, alles... Safe. Alles Schwachsinn. Glaubst du, wenn ich sage, dass ich im Widerstand wäre, glaubst du, dass das bei mir auch Schwachsinn wäre? Ja, auf jeden Fall. Ernsthaft? So wie ich mich verhalte, wie ich bin? Ja, aber du kannst doch die Hater nicht. Mit den Hatern hat es nichts zu tun. Du wärst ja auch anders aufgewachsen damals, war ja eine ganz andere Zeit. Das hat mit den Hatern nichts zu tun, sondern damit, dass ich ein Mensch immer gewesen bin, unabhängig von den Hatern, der sein eigenes Leben lebt. Und sich nicht von irgendwelchen Leuten oder Sachen beeinflussen lässt. Und so war ich immer. Das hat nichts mit den Hatern zu tun gehabt. Gab es lange vor den Hatern schon. Okay, ja, also. Ich halte es für unrealistisch, sag ich mal, dass du jetzt Mitglied der Weißen Rose oder so gewesen wärst. Aber, naja. Habe ich auch nicht behauptet. Ich sagte, dass ich... Ich habe nicht behauptet, dass ich Mitglied von irgendetwas gewesen wäre. Ich habe behauptet, dass ich gegen den ganzen Scheiß gestanden wäre. Ja, aber ich glaube, das lässt sich sehr leicht sagen. Ne? Also man wird schon sehr doll beeinflusst von so Gesellschaften. Ja, ja. Also am Ende sagen immer alle, ja, sie waren gegen den Nationalsozialismus und bla bla. Aber wie viele waren das wirklich zu diesen Zeiten?
Also das war auf jeden Fall eine Minderheit. Bei der Waffen-SS und sowas. Also ich für meinen Teil bin auf jeden Fall schon immer ein Mensch gewesen, der selbstständig denkt. Und das kann, denke ich, bei mir auch nachvollziehen. Ich wäre ein stabiler Mitarbeiter im Arbeitslager gewesen. Mhm. Der wäre jetzt ja ganz andere Menschen gewesen, wenn er anders erzogen worden wäre. Richtig, richtig. Genau. Deswegen kann man das gar nicht heutzutage so sagen, von wegen, ich wäre im Widerstand gewesen. Deine Meinung, Drache, ist ja auch eher Mainstream, muss man sagen, ne? Mainstream? Meine Meinung? Ja, ja, schon, stimmt schon. Finde ich eher gegen Mainstream, aber gut. Also zum Beispiel gegen Mobbing ist eher Mainstream, gegen Nationalsozialisten ist natürlich auch eher Mainstream. Ich bin gegen Mobbing, weil ich mein Leben lang gemobbt wurde und ich bin gegen Ausgrenzung von irgendwas, weil ich mein Leben lang ausgegrenzt wurde. Das hat nichts mit Mainstream zu tun in meinem Fall. Nein, aber die Meinung ist ja trotzdem Mainstream. Nee, weil die Meinung von Mainstream nur dann wäre, wenn ich durch Mainstream dadurch beeinflusst werden wäre. Ich bin aber nicht durch Mainstream dadurch beeinflusst worden, sondern ich bin dadurch beeinflusst worden, dass ich mein Leben lang mit so einer Scheiße zu tun hatte. Ja, aber okay, nehme ich so hin, aber ich kann jetzt, also das kann man trotzdem nicht mit der damaligen Zeit vergleichen so und sagen, also, naja, egal. Und man muss auch immer sagen, die Sieger, die schreiben die Geschichte, ne? Und so geht es heute aus. Man weiß nicht, was man wirklich glauben kann, sagen wir es mal so. Alles mit den Konzentrationslagern, das war schon eine verdammte Scheiße, was Hitler da abgezogen hat. Aber den Kriegsgrund durch den Versailler Vertrag, ja, also er wurde schon sehr in die Ecke gedrängt. Erstmal, also das stimmt auf jeden Fall. Allerdings muss man auch sagen, nicht jeder, der da mitgemacht hat, ist unbedingt ein böser Mensch. Also ich weiß zum Beispiel, mein Großvater, der war bei der Waffen-SS und den habe ich selber noch kennengelernt und der war eigentlich voll der nette Kerl. Mhm. Und ich finde es immer albern, dass sie da irgendwelche Leute jagen, die vor, keine Ahnung, 80 Jahren mal im Konzentrationslager gearbeitet haben. Mein Gott, lass sie doch in Ruhe, ganz im Ernst. Da kann man eine Sache dazu sagen, wenn sie in der Zeit nichts mehr angestellt haben, werden sie danach eh nichts mehr anstellen. Genau. Gibt keine Gefahr. Und wie gesagt, die Waffen-SS zum Beispiel hatte so viele Mitglieder und auf einmal war es dann keiner, also naja. Das Problem in Kriegen ist grundsätzlich die Befehlsgewalt. Was meinst du damit? Das ist generell in jedem Krieg, egal in welchem Krieg. Es gibt halt dummerweise diese Rangsysteme. Irgendeiner hat das Sagen und das andere sind Soldaten. Und wenn die Soldaten den Krieg im Krieg nicht dem Befehl gehorchen, dann kommen sie vors Gericht. Auch wenn der Befehl von ihrem Vorgesetzten noch so schwachsinnig ist. Naja, das ist heutzutage aber nicht mehr so. Also in der Bundeswehr zum Beispiel, wenn jetzt dein Vorgesetzter zum Beispiel sagen würde, komm, stürm da mal rein und erschieß Zivilisten, dann kannst du definitiv sagen, nein, das mache ich nicht und dafür kommst du auch nicht vor das Kriegsgericht. Also. Natürlich, weil es Befehlsverweigerung ist. Wenn es Befehlsverweigerung ist. Rainer, ich war beim Bund, also glaub mir bitte. Was denn bei Befehlsverweigerung vor das Kriegsgericht? Warst du auch mal bei der Bundeswehr, Rainer? Nein. Eigentlich? Achso. Weil ich hatte gedacht, man musste das ja mal machen früher. Hast du Zivildienst gemacht? Nein, ich bin ausgemustert worden. Hä, warum das? Meine Füße. Okay. Mich wollten sie nicht wegen der Psyche haben. Was, dich? Mich, ja. So wissen. Also ich habe noch Wehrdienst geleistet und ich muss sagen, es hat mir nicht schlecht getan. Ja, sehe ich genauso. War eine geile Zeit. Hast du gefragt, was ich hab, Rainer? Nein. Ich sagte gut dann zu wissen. Okay, dann habe ich es halt verstanden, entschuldige. Ich finde auch, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt werden sollte. Auf jeden Fall. Bin ich auch der Meinung, ja. Also ja, wie gesagt, genau. das würde jedem gut tun. Ja, weil wir brauchen unbedingt noch mehr Soldaten. Also weil wir wissen ja alle, Krieg wird am besten dadurch verhindert, dass man so viele Soldaten und so viel Kampfkraft wie möglich hat. Dadurch verhindert man ja Kriege, das wissen wir ja alle. Also es führt ja nicht etwaig zu Kriegen, sondern das ist ja einfach nur
Das stimmt aber tatsächlich. Also wenn die Abschreckung groß genug ist, einen Krieg anzufangen, dann wird auch kein Krieg angefangen. Wenn die Abschreckung groß genug ist, dann kommt irgendein Typ daher, der sich dadurch bedroht fühlt und selber aufrüstet. Dadurch fühlt sich das Land, was aufgerüstet hatte, wieder bedroht und rüstet noch mehr auf. Und irgendwann aufrüsten ist kein Problem, solange niemand den ersten Schritt macht. So. Naja, macht keiner, solange jeder aufgerüstet ist. Das ist nicht, böse gemeint, aber das ist schon eine sehr einfache Sicht auf die Weltpolitik. Nur weil es eine Wehrpflicht gibt, heißt das ja nicht unbedingt, dass jeder auch bei der Bundeswehr bleiben muss. Also es ist halt einfach nur gut, um Leuten sowas wie Disziplin beizubringen. Das hat mit Weltpolitik nichts zu tun. Das hat grundsätzlich was damit zu tun, wie die Menschheit denkt. Ein Messer kauft man sich nicht, um sich zu verteidigen. Ein Messer kauft man für den Angriff. Und wofür kauft man sich Pfeil und Bogen? Genau das gleiche. Ja, im Fall von Pfeil und Bogen kauft man sich das heutzutage für Sport. Das ist ein Unterschied. Aber was für einen Sport machst du mit Messer? Aber Messer kann man ja auch zur Verteidigung benutzen. Also der sagt bitte nicht Messerkampf. Also das Militär ist ja heutzutage so gut gerüstet wie noch nie, ne? Und trotzdem leben wir in Zeiten, wo es sehr wenige Konflikte gibt weltweit. Und das ist ja ganz anders als noch vor 80 Jahren oder 200 Jahren. Ich meine, heutzutage sterben sehr wenige Leute nur durch Kriege. Wir weichen etwas vom Thema ab, habe ich das Gefühl, es ging ja um Wehrpflicht. Ich würde es gut, wenn man sie wieder einführt, weil bei den Leuten, wo heutzutage rumlaufen, die haben keinen Respekt mehr voreinander. Das stimmt, das stimmt. Ein bisschen Verstand einbläuen und Respekt wäre dann doch das Richtige. Und unsere Gesellschaft ist auch verblödet. Also wo Leute, keine Ahnung, Sachen wie Gender Studies studieren und so ein Schwachsinn, keine Ahnung, da ist eine Wehrpflicht mal gut, dass sie ein bisschen was in den Kopf bekommen. Weißt du, die Wehrpflicht hat keine wirklich Schaden, liegt, auf jeden Fall. Weißt du, wo dann das Problem wirklich liegt? Die Leute müssen einfach mal ein bisschen mehr Akzeptanz an den Tag legen. Es hat nichts mit Wehrpflicht zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, dass es irgendwelche Genderzeug oder was weiß ich alles gibt. Es hat einfach nur damit zu tun, dass die Menschen keinen Respekt mehr voreinander haben und dass die Menschen absolut keine Akzeptanz voreinander haben. Damit hat es zu tun. Punkt. Wärst du zur Bundeswehr gegangen, wenn du genommen worden wärst, Rainer? Oder hättest du abgelehnt? Ich wäre dazugegangen, aber nur, weil ich keinen Bock auf Zivildienst hatte. Aber ich glaube, das hätte dir gefallen. Ich glaube nicht, dass mir das gefallen hat. Ich habe mich auch nur damals dafür gemeldet, weil ich genau gewusst habe, dass ich wegen meinen Füßen ausgemustert werden würde. Ja. Echt? Was? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl. Es gibt zwar, glaube ich, keine Regel, aber irgendwie habe ich trotzdem ein Gefühl. Wieso sollten VPNs verboten sein? Keine Ahnung. Gibt doch sicher, es gibt da eigentlich eine Regel für alles, oder? Nee, das stimmt. Wenn die Spione ausgeschlossen werden. Stimmt, vielleicht wird man auch politisch verfolgt oder so. Richtig. Oder bist du wieder? Glühen. Was ist das? Ach, er ist Drache. Ach ja, der ist gemutet, ne? Gemutet. Ja. An der Stelle wollte ich nur anmerken, dass Besuche richtig unwichtig sind. Danke. So wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich grüße die Anti-Mobbing-Guys. Vielleicht ist der Österreicher ja wieder da. Der Konto momentan hochlädt, also. Es hört doch jeder, dass da kein Österreicher, sondern Bayer ist. Besuch den Rainer. Nee, das ist so ein Sprachtalent, der verstellt sich immer. Er kann ganz viele Sprachen. Der macht das professionell. Keiner weiß genau, woher er kommt. Kann sein, dass er aus Indien kommt oder so und er uns alles verarscht. Vielleicht kommt er aus Berlin. Also ein Inder so wahrscheinlich, ja, oder? Achso, kannst du bitte was sagen? Wenn du AFK bist, dann geh in den AFK-Raum, ansonsten bann ich dich weg. Achso. Gleich. Und gleich hörst du nur hier ganz oft. Ich habe schon überlegt, einen kleinen Bot zu entwickeln, der mir einfach, wenn Rainer in irgendeinen Channel geht, dass ich direkt nachjoine. Kannst erstmal wieder deinen Twitter-Bot auf Reik.
Alter, Hessler knau 3 Euro. Ich bin arm, mein Spaß. Ja, ich bin zu faul dafür. Und ich habe die Twitter-Login-Daten verloren. So. BB. BB. Der wird ja noch ein einziges Mal auftauchen heute, dann hacke ich denen die Eier ab. Was ist denn passiert? Das ist die gleiche Wichser, die heute schon 5-6 Mal da waren. Wenn die heute noch ein einziges Mal auftauchen, dann gehen sie im Leichensack. Ich habe die Schnauze voll. Mir reicht das mit diesen Bastarden. Einen von den Wichsern haben sie ja vorhin erwischt. Die anderen drei Bastarde waren jetzt gerade schon wieder da. Oh, krass. Wenn der Wichser noch ein, wenn die Wichser noch einmal auftauchen, dann war es das letzte Mal, dass die hier aufgetaucht sind. Dann können sie nie wieder... Sind jetzt bitte. War das wieder der Bayer oder wer war das? Nein, der Bayer ist schon lange wieder daheim, schätze ich mal. Das wird er nicht vorhin drin gewesen sein. Nein, das waren diese anderen Sackfressen, die heute schon ein paar Mal da waren. Und jedes Mal, wenn die hier waren, haben die an meinem Zaun randaliert, die Bastarde. Wenn die mir heute nochmal unter die Augen treten, dann werden die nie wieder gehen können, weil dann stehen sie nämlich hinterher im Leichensack auf der Dienststelle oder sonst wo. Ja gut, aber dann wirst du wahrscheinlich im Gefängnis. Es ist mir scheißegal, was dann mit mir ist. Hauptsache, diese Sackfressen liegen unter der Erde. Mir reicht's nämlich langsam. Ich hab's seit 7 Jahren kämpfe mit dieser Scheiße. Ich hab den Cops vorhin gesagt, dass da noch 3 rumeiern, aber die haben mir nicht auf mich hören wollen. Einfach Armbrust rausholen. Armbrust, dafür, für die Wichser brauche ich keine Armbrust. Da reicht meine Faust. Heißt ja nicht umsonst, eine Hand Friedhof, eine Hand Krieg, eine Hand Krankenhaus, eine Hand Friedhof. Die sind jetzt aber auch schon lang da, oder? Die sind heute das erste Mal um etwa 12:01 herum aufgetaucht und jetzt auch schon wieder. Haben die kein Leben oder was? Die ganzen Hater haben kein Leben. Das ist ja die Existenzgrundlage der Hater. Also wie gesagt, die beste Taktik wäre, würdest du es schaffen, sie einfach zu ignorieren, ne? Die kannst du nicht ignorieren, weil die gerade an meinem Zaun rumgerissen haben. Hörst du nicht zu? Krieg ich schon wieder so einen Hals, wenn ich sowas höre? Ignorier die halt! Du kannst die nicht ignorieren! Dann schieß auf sie. Da krieg ich schon wieder die Faxe, Dicke, Alter. Immer so eine Schwachsinn von der Fresse labern, Alter. Selber keine Ahnung, aber schon wieder irgendwie einen Klug scheißen wollt. Krieg ich schon wieder so einen Hals, Alter. Ach, chill, war doch nur freundlich gemeint. Von wegen chill, freundlich gemeint. Ihr wisst doch gar nicht, wie das ist, Alter. Das stimmt. Sind sie jetzt wenigstens weg? Ja, weil die immer 2 Minuten bevor die Bullen kommen, abhauen. Können die es eigentlich sehen, wenn die Bullen kommen? Ich glaube, dass die das können in dem Fall, weil die irgendwie vorhin schon der Fall war. Einer ist hier geblieben, 3 sind abgehauen. Also irgendwie müssen die das mitgekriegt haben, dass die Bullen unterwegs sind. Wie gesagt, wenn die nochmal auftauchen, dann war es das letzte Mal, dass die hier aufgetaucht sind. Steht der Zaun denn noch? Ja, der Zaun steht, sonst wäre ich noch nicht wieder hier. Aber mir reicht's langsam. Oh Mann. Ich habe in diesen Sackfressen heute schon ein paar Stunden lang an meinem Zaun rumarbeiten dürfen. Was haben die denn gemacht? Also haben die was abgerissen? Die haben überhaupt nichts gemacht, aber ich musste den ja irgendwie stabilisieren. Also im Spiel ist keine Rolle, was sie gemacht haben. Es geht nur darum, dass sie scheiße sind. Hm. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Irgendwann ist es bestimmt vorbei. Aber hattest du den jetzt verprügelt oder nicht? Spielt eine Rolle. Ja. Ja. Ja, und warum? Was genau geht euch das an? Interessiert uns halt, denke ich einfach mal, ne? Weil es eben gerade auch angesprochen wurde. Gott, ey.
ist denn so laut hier die ganze Zeit? Kühlschrank wird gut aufgemacht. So. Mach erstmal Pause. Sag mal. Alter, wer war das? Hör mal. Rainer schlägt gerade sein Mobiliar kaputt. Road Rage. Hey, 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 hey. Ach, ganz Alter. Ehrlich, mich würde das auch aufregen. Okay. Okay. Geht er gerade raus oder was? Glaub schon, ja. Ich glaub nicht, sonst wird er sich muten. Oh, Alter, der brüllt den jetzt einen raus. Ruhe, 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 Ruhe. Ja, seid einfach ruhig. Hallo, YouTube. Da soll man lauter brüllen. Ich wollte das gleiche sagen. Da hat aber jemand heute echt schlechte Laune. Ja, dann brauche ich nicht nach dem Gamerang fragen. Und auch nicht nach Projektbrötchen. Abonniert. Das ist richtig. Es ist eigentlich so langsamer Zeit, dass ich den Gamer-Rang eigentlich mal bekomme oder Normal-User oder so. Ich bin schon so lange hier. Du kriegst gar nichts. Vorher. Hört rein auf Videos. Achso. Hast du Sherlock geschaut mittlerweile? Achso. Also ist am liebsten am Schlafen immer. Wenn du schlafen willst, dann geh in den AFK-Raum, Alter. Oha. Ruhe. Rainer kann dich muten. Drache. Rainer, Ruhe. Halt doch mal die Fresse. Ach, sorg bei mir weg. Was zum... Ich möchte schon zweimal im Leben hier weg, Sir! Ja, was hat noch Blut für die Scheiße? Stellt euch mal vor, bei euch schreit jemand. Schön idyllisch. Halt mal die Fresse. Spielt einer Killing Floor? Fresse. Der Hate wird weniger, ne? Was kaputt gegangen.
Ey Leute, vielleicht mich mal ins Lachen. Jürgen, dann bist du euer Mikro. Alter, war das ganz kurz? Hat da jemand gedacht? Das waren die Fenster. Das geht nicht. Schatz, Alter, bist du dumm? Shit, ey. Oh, shit. Drache? Jetzt ist er gemutet. Es wird nicht gemutet, Drache, das habe ich dir schon gesagt. Hör, du Hurensohn. Ey, ich war gerade kacken, komm wieder, hör, man ist jetzt schon am Schreien. Ich war voller Freude und sowas. Ich wüsste mal gern, was er da kaputtgeschlagen hat. Es hat einfach die Tür, ist ein Hurensohn. Grüße gehen raus auf jeden Fall an alle. Was jetzt hat er sich sogar Zuschauer. Noch gemutet? Der randaliert jetzt richtig. Jetzt ist los, ne? Ja, das war gerade richtig. Der hat das sicher zusammengeschlagen. Das war gerade richtig Gänsehaut, ey. Das war richtig krank. Das war richtig Schock irgendwie. Das war richtig Dolby Surround, Alter. Ich habe mich fast da in der Schanze gefühlt. Vor allem das schön. Eine hatte so ein bisschen was von hier, der Film, der Untergang. Ich dachte schon, er haut seinen Kopf gegen die Wand oder so, aber das war wohl nur die Tür. Kennt ihr den? Nee, das war ein Fenster, garantiert. Man hat doch Glasklirren gehört, oder? Kennt ihr den Film, der Untergang? Original, die eine Szene, da dreht Hitler genauso durch. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Wobei, nach einer wahren Begegnung, wie viele Fenster hat der noch, wo ganz sind? Genug. Jetzt sollen es weniger. Ja. Zu viele. Fenster, als du in deinem ganzen Leben jemals haben könntest, oder? Aber die Tür ist halt auch Edzard Ladenhader. Ich war nicht gemutet, oder? Nee. Sorry. Nee. Auch jetzt am Ende warst du gemutet, ja. Ganz am Ende warst du kurz gemutet, ja. Ja, aber ich gesehen hab, dass ich nicht gemutet war. Hoffentlich sind die Pisser jetzt weg. Wenn nicht, dann werde ich lang. Wenn es jetzt so weitergeht, ihr habt dann nochmal die Bullen angerufen, dass die schauen sollen, dass die Streife hier hinstellen. Wenn sie es nicht hinstellen und es so weitergeht heute, dann werde ich für nichts mehr garantieren. Die sind noch alle in Berlin. Das war sehr laut, oder? War das besonders schlimm heute, oder was? Junge, ich habe mir da voll Sorgen gemacht. Was war das gerade? Das hat sich angehört wie Pistolenschüsse. Das war meine verfickte Tür, weil die da aufgrund der Hater, weil ich da mich immer daran abreagiere, mittlerweile nicht mehr zugeht, muss ich die immer zuhauen, dass die zugeht. So, Alter, ich hatte, ohne Scheiß, ich war kurz davor, selbst die Polizei zu rufen, weil ich dachte, irgendwas Schlimmes ist passiert. Es ist was Schlimmes passiert. Ja, nein, im Sinne von, dass sie dich, keine Ahnung, also abgeknallt haben. Also wenn die mich abknallen, hau ich dann vorher noch am Messer in den Kopf.